Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte Time Lie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das sieht ja auch so aus wie Time Line, ne, ist vielleicht auch so gemeint. Heute mal anspielen und gucken, ob es ein Tutorial gibt. Ich kenne das Spiel nicht und möchte herausfinden, ob das Tutorial, wenn es vorhanden ist, mich auch in die Lage versetzt, das Spiel gut zu bedienen. So, wir gucken uns vorher die Optionen an. Das ist für viele auch immer interessant. Ne? Das ist alles hier auf einer Seite. Das ist ganz gut. Ich habe wie immer die Musiklautstärke auf 0 gedreht. Alles andere habe ich so gelassen. Das ist schon in Ordnung so. Ja. Ne? Gehen wir wieder raus, nochmal raus und dann machen wir ein neues Spiel. Ne? Ich mache das Ganze mit Controller. Ist volle Controller-Unterstützung. Aber mal sehen, was das hier wird. So bin ich. Das nur zu dem Thema Musik ausgemacht. Das ist ja gruselige Musik, ne? So, Zoom, R, Warp, Warp. Links. Aha, da geht sie dahin. Musik ist aus. Das ist also ein Effekt, was das spielt. Was gibt es denn hier noch? Steuerung. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, Spiel- und Kapitelauswahl. Zeit steuern. LBRB. Und beschleunigen. Aha, Fähigkeiten einsetzen und. Also das kann ich mir so auf dem Schlag erstmal gar nicht merken. Tutorials bewegen. Achso, das ist jetzt das Erste, was wir gerade machen hier, ne? Gut, dann. Aha, so geht es also weiter. Mit dem linken Joystick bewegt man sie. Und diese Sardinos oder Quadrate dort, die aha, mit rechts zoomt man ran und wieder zurück, aber wenn man drauf drückt, ne? Aha. Und mit rechts bewegt man dann auch die Kamera. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da können wir runterfallen, das wollen wir nicht. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier weiterkommen. Nö. Looks not so out. Na, dann weiter hier. Was ist das hier? Kann man hier rauf? Irgendwie geht das hier rauf und runter. Nö. Und da sind wir ja auch gekommen. Dann wollen wir mal gucken. Wird das hier weitergehen? Also müssen wir hier irgendwas machen. Ach, da rechts. Da blinkt was, ne? Da gehen wir da mal hin. Und machen mal piep, 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 piep. Was auch immer. Oder wir müssen dasselbe. Ach, jetzt müssen wir dasselbe auch noch rausfinden. Ah ja, doch. Das ging schon mal alleine. Das ist gut. Wunderbar. Dann wollen wir da mal durchgehen. Und dann können wir hier wieder raus. Ja, so wie es aussieht, ne? Schneller geht das nicht, aber das ist auch ganz gut so. Ups, was hier jetzt? Upsala. Böse Falle.
jetzt haben wir wohl dieses Ding hier erreichen. Was passiert da jetzt? Wow, jetzt geht aber los hier. Jetzt habe ich Power gekriegt. Oder auch nicht, weiß ich nicht. So, was ist jetzt? Links tief zum Einsetzen von Fähigkeiten. Aha. Zeit beugen. Und nun kann ich da jetzt hin, oder wie? Mal sehen. Also mit links tief setzt man die Fähigkeit ein oder ruft sie auf und mit rechts tief nutzt man sie. Okay. Okay, okay, okay. Gucken, was es hier so alles gibt, ne? Was ist das denn hier? Können wir hier auch rein? Irgendwie nicht. Aber da können wir rein. Gehen wir erstmal so schrittweise vor. Hier müssen wir ja was freischalten. Was war das? Das ist irgendwie hier zugegangen. Da wollen wir das wieder aufmachen. Aha, die Tür rechts unten da. Die hier, die ist aufgegangen. Da wollen wir da erstmal wieder raus. Komme ich nicht mehr raus? Warte mal, dann gehen wir mal hier. Nicht so weit ein. Ist da keiner? Nö. Muss doch hier, da, das Ding muss irgendwie noch eine Bedeutung haben. Aha, jetzt geht die auch auf. So, und die hier rechts, die müssen wir aufkriegen. Das bedeutet, wir müssen, müssen wir dahin oder? Ja, gehen wir mal dahin. Machen wir piep, piep, piep. Jawohl, und dann können wir hier jetzt raus. Okay. Und dann können wir da jetzt rein. Gucken wir mal, ist hier irgendwas? Können wir da... Gehen wir mal hin. Nee. Aber das hier sieht scheiße aus. Mit links tief, rechts tief geht hier gar nichts. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Nix. Da müssen wir hin. Und wie machen wir das?
Müssen wir vielleicht hier noch wieder was einstellen, ne? Da. Dann gehen wir da noch mal hin. Und drücken noch mal X. Jetzt blinkt das Ding auch da rechts, ne? Mal sehen, ob es jetzt geht. Ne. Scherweinerei. Was müssen wir denn da jetzt noch machen? Die Tür ist doch zu hier, ne? Ja, geht nicht. Haben wir sonst noch so ein Telefon hier? Nö. Da müssen wir hin. Da ist die Fähigkeit. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Vielleicht gab es das jetzt auch erst. Also hier rüber. Die Tür müssen wir aufkriegen da, ne? Um hier ranzukommen. Ne, da müssen wir die Tür da aufkriegen. Und das geht ja nicht. Also könnte es sein, dass wir hier. Oder da. Jo, jetzt ist ob. Ja. Ach, jetzt können wir. Kommen wir da jetzt hin oder ist sie zu? Da kommen wir hin. Gut. Also muss man sich jedes Mal so einen Energiepack holen. Und nu? Nö, nö. Nein, Schmerz. Was geht los? Das war Alarm ausgelöst. Oh, die kommen hinterher. Das ist aber nicht nett. Gar nicht nett. Oh, das war. Das war der Bauer vom Schachbrett. Und gleich fällt sie um. Oder was macht sie?
Oh, der Befreiungsschlag. Tja, nu. Also links oben zurück. So. Und nu? Ne, den wollen wir ja nicht wieder haben, da den. Was machen wir jetzt? Ah, mit dem anderen kommen wir weiter. So, jetzt wieder. Was machen wir mit diesem hier? Wir wollen ja dahin, ne? So wie es aussieht. So, und RB ist vorwärts. Ja, was bringt uns das? Ah, Leute, da haben wir. Ah, jetzt haben wir den jetzt gekriegt. A, bei den Füßen oder zum Stehen bleiben. Ach, hier jetzt bei den Füßen. Beim Stillstehen zum Warten. Dann müssen wir doch jetzt eigentlich links tief zum Einsetzen von Fähigkeiten und aha, das war also noch ein bisschen Tutorial, ne? Y ausführen. Ach so, das läuft dann noch mal ab, so wie es aussieht. So, und dann Fähigkeit nutzen und rüber. Aha, dann läuft das Ganze hintereinander weg. Nochmal durch. Okay, ja, das denke ich mal, sind die Mechaniken, die man braucht, ne? So für dieses Spiel. So, jetzt muss man sich wahrscheinlich für irgendeine Tür hier entscheiden. Ach so, bling und wir haben mal die anderen Symbole da, ne?
Dahin? Ah ja, sieht so aus. A gedrückt und hinein, Onkel Otto. Na denn. So gehen wohl die Kapitel. Ah ja, siehst du, da steht schon. Kapitel 1. Und da sind auch die Robots. So, im richtigen Moment hinausschleichen. Kann man sich denn hier rausschleichen? Da hinten muss ich hin. Dann wollen wir mal gucken, wie der jetzt hier vorgeht, ne? Dreimal. Also ich mache jetzt zurück. Ach, das können wir auch links machen. Steuerkreuz, ne? Und wenn wir oben drücken, dann sind wir ganz am Anfang wieder. Hat er sie jetzt gesehen oder was war das? Das verstehe ich jetzt nicht, was das soll. Ach so, Y ausführen soll man jetzt drücken. Na, dann machen wir das mal. So, und? Aha, jetzt sehen wir uns das noch mal zusammenhängend an. Das war knapp, verdammte Axt. Okay. Oh ja. Ja, so folgt dann eine Aufgabe der anderen und die Aufgaben müssen dann gelöst werden. Ja, ich denke mal, die Spielmechanik, die ist soweit klar. Ne, wer Bock auf so ein Spiel hat. So ein bisschen knifflig, Rätsel und so weiter. Ne? Hier sieht das jetzt so aus. Und wahrscheinlich muss man dann erst da drüben rein oder was. Gut, das sieht man dann aber,
Aber den Spaß will ich dir nicht nehmen. Deswegen werde ich jetzt das Video hier beenden und sage danke fürs Zuschauen. Ich will mal gucken, ob man noch raus kann zum Speichern. Einstellungssteuerung, Kapitelauswahl nur beenden. Nein, Neustart. Also man kann noch mal neu. Reicht 2 Kapitel ein. Einstellungssteuerung, Tutorials. Da kann man sich das dann noch mal anschauen. Hier kannst du Kapitel auswählen, aber wahrscheinlich nur die, die du schon gespielt hast. Nein. Ne? Und hier können wir beenden. Ne? Da wird das Spiel dann ganz beendet. Das mache ich gleich, aber vorher mache ich natürlich das Video aus. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Natürlich freue ich mich noch mehr über ein Abo. Und wenn du beim nächsten Video auch wieder auf meinem Kanal bist. Bis dahin viel Spaß beim selber Spielen. Tschüss.